Das Präsidium des Tiroler Fußballverbandes hat den Leiter bzw. die Trainer für die zukünftige Fußballakademie ernannt. Leiter wird Magister Helmut Lorenz. Trainer für die U15 wird Ewald Kofler, für die U17 Alois Schönherr und für die U19 Stefan Landauer. Wir schauen zur letzten Meisterschaftsrunde im Tiroler Fußball. In der Regionalliga schafft die WSG Swarovski Wattens nur den zweiten Tabellenplatz und Hall muss trotz Auswärtssieg absteigen. Aber nicht nur Sportliches steht in der letzten Meisterschaftsrunde im Mittelpunkt. Am Sportplatz in der Reichenau gibt es beim Spiel der Spielvereinigung Reichenau Union in den traditionellen rot-schwarzen Dressen gegen Rankweil eine Abschiedsgala. Vor 150 Fans trifft Kaharaschnovic bereits in der dritten Minute 1:0. Zur Pause führen die Reichenauer sicher mit 3:0 und dann folgen die großen Abschiedsmomente. Als erster verlässt Markus Shelly Schellhorn den Platz. Der 36-Jährige war aber lange Jahre Leithammel in der Reichenau. Nach über 10 Jahren am Reichenauer Fußballplatz möchte sich Shelly Mamp seiner Familie widmen. Neben Shelly verlässt auch Alex Gruber die Reichenau. Der beliebte Mittelfeldspieler darf sich heuer über 15 Tore freuen und ist somit bester Torschütze in der Reichenau. So wie Shelly darf sich auch Alex über die Ehrung des Reichenauer Vorstandes und der Fans freuen. Neben den beiden Parade-Reichenauern verlassen auch Florian Hupf auf und Daniel Einkämmer die Reichenau. Am Ende gewinnt Reichenau das Spiel mit 7:1 und belegt in der Tabelle den 7. Rang. Auf Platz 6 der Regionalliga landet Kufstein, auf Platz 8 die Mannschaft aus Götzens und auf Platz 12 der Tiroler Cupsieger Schwarz. In der UPC Tiroler Liga ist die Entscheidung um den Meistertitel schon länger gefallen. Mit nur einer Niederlage und einem Torverhältnis von 95:19 sichern sich die FC Wacker Innsbruck Amateure den Meistertitel. Spannung gibt's noch im Abstiegskampf. Der Innsbrucker Traditionsverein SVI braucht beim Heimspiel in der Wiesengasse einen Erfolg gegen die Mannschaft aus Kirchbichl. In der 6. Minute gibt es den ersten Schock für die in weiß-schwarz spielenden Innsbrucker. Kirchbichl geht durch Beida mit 1:0 in Führung, nur 2 Minuten später trifft aber Thomas Unterbertinger zum 1:1. In der 36. Minute großer Jubel in der Wiesengasse. Lukas Lucky Steger trifft zum wichtigen 2:1. Als Daniel Heisenberger zum 3:4 erhöht, darf sich der Traditionsverein über den Verbleib in der UPC Tiroler Liga sicher sein. Am Ende gewinnt der SVI mit 5:2. Der SVI belegt in der Tabelle den 12. Platz. Neben dem Team aus Wörgl müssen auch die Mannschaften aus Oberperfus und Kolserswehr aus der UPC Tiroler Liga absteigen. Erfreulich ist hingegen die Bilanz von Fügen. Aufsteiger Fügen hat in der Tiroler Liga eine positive Meisterschaft absolviert. In den 30-Punkte-Spielen konnten die Zillertaler 14 Mal einen Sieg feiern. Neben 5 Unentschieden gab es 11 Niederlagen. Trotzdem ist Trainer Hannes Meixner mit der Saison nicht ganz zufrieden. War eine gute Saison, bis auf die letzten 5-6 Wochen. Da war es schwer für mich als Trainer, die Mannschaft hochhalten, weil ein paar Spieler haben schon gesagt, jetzt quasi können andere spielen, was halt weit Training sind. Und man sieht halt gleich eine Last über der Nachher der Mannschaft und dann haben wir gleich 4-5 Spiele verloren. Weil da kann ein Trainer fast nichts mehr machen, motivieren, aber das ist zu wenig, weil ein Kopf ist drin. Zu 80% spielen sie und dann haben wir eben durch Tests die Niederlagen gehabt. Und wir haben auch viele Verletzte gehabt, muss ich sagen. Trainer Meixner bleibt auch im nächsten Jahr Coach der Zillertaler. Ja, ich bin weiterhin noch ein Jahr und wir werden noch ein, zwei Verstärkungen holen. Und ich glaube, dass die anderen alle bleiben, das war wichtig, bis auf den Pendel. Der ist gesagt, er geht auf Ried. Mit der Top-5-Platzierung wird Fügen auch bester Tiroler Liga-Verein im Bezirk Schwarz. Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Abschied. Auch beim Sportclub Wilden wird gebührend Abschied gefeiert. Am Innsbrucker Besele wird beim letzten Heimspiel des SK Wilden gegen Schönberg der langjährige Kapitän Wolfgang Liedol verabschiedet. Nicht nur dank seiner Treue hat ihn so mancher Fan als den Maldini von Wilden bezeichnet. Wolfi Liedol hat mit dem SK Wilden eine bewegte Zeit hinter sich und darf aus den Händen des SK Wilden Vorstandes ein kleines Dankeschön entgegennehmen. Kein Danke gibt es von den Spielern aus Schönberg in den gelben Dressen. Sie gewinnen am Besele mit 2:1. In der Tabelle liegt Wilden am 8. Rang. Schönberg freut sich über Rang 5. Der Saisonschluss und der Abschied von Wolfi wurden anschließend gebührend gefeiert.
In der nächsten Woche werden wir mit Tirols Fußballpräsidenten Josef Geisler eine Bilanz über die vergangene Saison ziehen und eine Vorausschau für die kommende wagen.